Hello, my name is Sametleiser, and my talk is... Life is the ocean, and death is the shark. And this is my beautiful wife. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Jackbox Party Pack 7. Diesmal zeige ich euch Talking Points. Das ist ein sehr, sehr unterhaltsames, lustiges, im Stile der PowerPoint-Präsentation gehaltenes Referat. Und da kommen sehr, sehr lustige Sachen bei raus. Schaut am besten selber mal rein. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr weitere Videos zur Jackbox Party Pack 7 sehen wollt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und über ein Abo würde ich mich hier auch sehr freuen. Jetzt viel Spaß mit dem Jackbox Party Pack 7. Okay. Jetzt bin ich bin gespannt. Also du musst einmal drei Titel eingeben, ne? Meinst du, ja. Was? Was? What? Was? Geht das? Man muss jetzt irgendwas aussuchen, worüber man irgendwie eine Rede halten möchte. Ein TED-Talk hält oder so, keine Ahnung. Ja. Ich höre jetzt einfach irgendwas, was ich jetzt vielleicht etwas stehen könnte. Ich hab Karten. Okay. Einfach improvisieren. Ja, pass mal auf, ich hoffe, ich krieg gleich mal eine Rede hier. Nein, als Assistant ist es eigentlich dein Job, dem so viele Steine wie möglich in den Weg zu legen. Richtig, stimmt. Richtig. Ja. Echt? Ja. Okay, dann habe ich es vorhin falsch verstanden. Gut, aber gut, wenn du kannst ja auch Better Assist sein. So ist es nicht. Hello, my name is Dumdy Dum and my talk is... Wer ist denn der Assistant? Oh, sorry, ich muss gerade kurz fix AFK. How Sir Metalizer scared me for life. Ich hier hast du ein Bild. So when I saw him first time, I basically decided to flip over and end my life. But on the other hand... What? His hair looks like the... Wie kann ich härter klicken? I don't know. Oh! Here's something that makes me feel good about this situation, okay? Entschuldigung, ich muss das auch erstmal verstehen, ja alles. I like dogs, so they really make me happy. Wolf. And they are better than cats. Wow. Das Thank gibt Minuspunkte. Ja. Grad gehen die Finger runter. Ja. Ihr müsst gar nicht so häufig klicken. Ihr müsst einfach nur ja, das ist so ich weiß. Impressions. Ich habe die ganze Zeit hart geklickt. Let's see how you did. Und dann kam das mit den Katzen. Und Achtung, und Katzen. Entschuldigung, das zweite Bild, das wollte ich eigentlich gar nicht wählen. Aber also das du musst dann so gelockt. Drücken, wo deine Hand bleiben soll, nicht immer ständig drücken. Das Piepen geht mich ganz schön auf den Nerven. Oh, tut mir leid. Was von mir? Keine Ahnung, wer wessen Hand das ist. Vielleicht ich habe meine Antwort dazu gegeben. Ja, ich auch. Nee, tut mir leid. Warum schreibe ich das auf Englisch? Ich musste kurz davor... ich habe es auch auf Englisch geschrieben. Ganz fix abkam. Jetzt ich darf reden. Okay. Becky, dann lass uns mal zeigen, was wir drauf haben. Was? Ich bin immer noch knatschig, auf dich, das wird Hölle für dich. Oh nein. Achso, ich kann meine Rede schon mal beginnen. Hello, my name is Sir Metalizer and my talk is... Life is the ocean and death is the shark. And this is my beautiful wife. She was very angry when I first met her, and even when we get married, she was also very angry. But what does the shark eat? Sharks loving eggs, and this is a good example of an egg here. This is a yellow egg, and this is the red. And my yellow from the egg is not the best, I guess. Du kannst malen? Yeah. What is your emotional life raft? Well, sleeping like fainting goats. You know fainting goats? Fainting goats are the goats, when you scream at them, they are falling on the ground. Like, and they get green eyes from this. Like this one here.
this kid green eyes. And I don't hear this one thing, the Wecker. Danke. Alarm. Sehr schön. Also ich sehe schon, bei Eiern wart ihr dabei, ne? Ich war bei It's Not the Yellow vom Deck dabei. You fully deserved this. Danke. Okay, ich werde jetzt eine Rede haben. Flo musst du assistieren, ne? Das kann ja was werden. Hello, my name is Fox the One and my talk is... Scientists can't explain love, but I figured it out on my own. When I was sitting in the back of my car, I was surfing through the internet and... Why should I care about love? I mean, why? You see this unhappy woman? She fell in love. And now she got this. Oh my god! And now she's confused. I'm just a speaker, standing in front of an audience, asking them one question. Oh, jetzt kommt's. What is love? I found my love. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich hätte mit den Bildern von dermaßen was zusammenbasteln können. Ich krieg gleich garantiert nichts Passendes. Dankeschön. Jetzt verstehe ich das Spiel. Das ist geil. Wow. Das ist richtig gut, ey. Man müsste das vielleicht sogar auf Deutsch einfach. Ey, stimmt, wir könnten eigentlich die Rede auf Deutsch halten, ne? Also ja, ich glaube, ich werde jetzt nächstes Mal einfach die Sachen, die da stehen, einfach ins Deutsche umwandeln. Ja. Ich glaube, das ist gut. Oh, okay, Comments. Ich durfte noch auswählen, welches das beste Bild des Talks war. Ja, aber die waren echt gut. Also, warst ein guter Assistent. Also, ich habe jetzt auch die Punkte gerade mal verstanden. Der Durchschnitt gibt Punkte und dann, wie das getriggert wird, gibt Punkte noch. Ah, ja. Ja, das ist aber, ich find's cool. Ja, ich muss auch erstmal jetzt verstehen. Ach, du Schande. Oh, wieder ein dummer. Höret, Volk. Wie gesagt, ich glaube, wir können es auch auf Deutsch sprechen. Hello, my name is Shadow Healer and my talk is... Natürlich auf Deutsch, ne? Achso, du musst dann selbst umklicken. Achso, ja. Entschuldigung. Can we come together and agree that the earth is flat? Everyone knows about that. She is flat. No. The old way say the earth is around, but that's total stupid, yeah? The new way is the only way. The flat earth, yeah? That's the important way. To explain me, let you tell you an interesting story. If the earth was round, yeah, and you throw a rock, he would come back on the other side of the planet and hit you on the head. That's impossible. So the earth must be flat. There's no other exception. The earth is flat. Let us join hands and agree it on one thing. If we throw a frog outside of a window, we can prove the earth is flat. Tut so weh, dieses gefutscherte TH zu hören. Thank you. Thank you and good night, everyone. Ich brauche auch den Frog out of. Das war der beste Vortrag. Ja. Nice. Oh, Alter, ey, der Durchschnitt ging aber. Ich hab doch die passenden Bilder ausgewählt, ey. Die waren echt gut, die Bilder, ey. Oh, ich kann meinen Assistenten voten. Aber jetzt mal, was hattest du noch da außer den Frosch? Nur Scheiße, eine Robbe, okay. Irgendwelche Hunde. Aber von wem hatte ich das Thema überhaupt mit der flachen Erde? Das war von mir. Okay. Oh, jetzt. Marco. Marco. Ich hatte solche komischen Themen, da dachte ich, flache Erde ist leichter zu erklären, als Freundschaft mit deiner Mutter zu schließen. Ey, das war von mir.
Erklärt es mal den Leuten. Ja. Hello, my name is Trakia, and my talk is better than him. Albert Einstein was smart, but I'm drunk. When I drank way too much, I had to throw up. So I sought out the next toilet I could find. First, let's look at the history of how I got so drunk. You see, the matter is this. I found some carrot that looked way too much like mandrake roots. I couldn't accept this, so I had to drink the situation better. And how did we get here from that point? Well, you see, I had no money left, so I had to drink myself through this misery. And this is how I ended up way too drunk. Thank you. Oh, thank you. Yeah. Warum bist du jetzt angeblich dadurch schlauer als Albert Einstein? Das hast du jetzt komplett. Nein. Er war schlau, aber ich bin betrunken. Also, I never said I was smarter. Ich glaube, aber wir können das wirklich auf Deutsch versuchen. Ja. Ah, okay. Also, ich hätte da kein Problem mit, ne? Durch wie konnte ich verlieren? Wie konnte ich letzter so viele Punkte auch haben von Kassel? Ja. Ja. Hab ich das denn geschafft, dass ich. Hä? Egal. Was? Da. Das liegt jetzt echt daran, dass er so unterschiedlich gepunktet wurde. Haben. Halt. Ja. Mhm. Also ich habe, wenn ich hart lache, dann würde ich halt auch hart die Punkte triggern, ne? Ja, aber da müssen wir uns einigen, wie wir es machen. Machen mit hart triggern oder dann einfach, wenn man oben ist, hört man auf zu drücken. Was ist denn euch lieber? Hart triggern. Hart triggern, okay. Okay. Nice, warte. Also jetzt nochmal Lust darauf, aber da halt, wie gesagt, auf Deutsch, ich denke, das klappt dann sogar noch besser. Ja. Die Kommentare, I love cats, cats are better. Ich hätte Frau Seck. Excellent. Das kann ja nur von dir kommen. Ja, natürlich. Und dann nochmal falsch geschrieben. Ich weiß, von Absicht. Best Farmer. Ja, aber dann schreiben die Titel auf Englisch, ne? Hier, yeah, das ist ein Heide. Frog is flat. Mom is flat. Jetzt hab ich Bock auf Bier. Oh, Albert Einstein war dichter, ist aber. Meter. Ja. Oh, jetzt, was kommt jetzt? Ach, jetzt diese Awards. Ah, die Awards sind really. Da kann man wahrscheinlich noch Bonuspunkte verteilen. Ja. Achso, ich muss jetzt mein Wort weitergeben. Hm. Toll, jetzt habe ich voll den falschen Award verteilt. Ja. Den wollte ich gar nicht vergeben. Der Gold Award. Von wem habe ich denn? Der Drunk Award. Keine Ahnung. Okay, wahrscheinlich. Hey. Ach. Wieso kriegt der den und nicht die betrunken waren? Ja. Das freut mich auch. Oh, nice. Oh, nice. Nee, ich habe den Funny Award. Ey, komm, der von Fox war wirklich gut. Danke, in Deutsch hätte wahrscheinlich noch besser funktioniert. Ja, wir machen jetzt auf Deutsch. Also wir schreiben also, ich hab als Flat Earthler nicht den Stupid Award gekriegt, echt jetzt? den hat Metalizer bekommen. Danke. Oh, ich hab den goldenen Award gekriegt, ja. Aber man kriegt ganz schön viele Punkte für die Awards nochmal. Ja. Hm. Krass. Das war eine Runde Talking Points hier beim Metalizer. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne da nach oben da. Falls ihr Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Metalizer.